Hallo und herzlich willkommen zum 43. Filmfestival Max Ophüls Preis. Und ich freue mich riesig, den Regisseur David Preute, der den Film Rogue Trader hier präsentiert, vorstellen zu dürfen und seinen Producer Fabian Karl. Herzlich willkommen. Die beiden haben beide an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert. Für David ist es der Abschlussfilm. Er hat Dokumentarfilmregie studiert und war auch an der School of Cinematic Arts an der University of Southern California in LA Student. Dort hat er szenische Regie studiert, macht auch Werbung, Musikvideos und natürlich Dokus. Und genau, Fabian Karl hat Produktion und Medienwirtschaft an der HFF studiert und beide leben aktuell in München. Zu eurem Film. Also ich war wirklich schockiert, als ich am Ende gelesen habe, wie viele Investmentbanker Gefängnisstrafen absitzen müssen. Wann bist du auf diesen Stoff aufmerksam geworden? Ich glaube, so wirklich die allererste grundsätzliche Idee hatte ich irgendwann im Frühjahr 2019, da wollte ich tatsächlich noch eine relativ klassische Doku machen über den Nick Leeson, also über einen der Trader, der da in dem Abspann dann auch genannt wird, und hatte mit dem dann auch Kontakt und mit seinen Agenten, und das ging sich eigentlich auch alles ganz gut an, aber er konnte dann nicht zur Verfügung stehen, weil er sich irgendwie mit der, ich weiß nicht mehr, was es war, CNN oder BBC, dann exklusiv verbandelt hatte, weil sich seine Straftat da irgendwie jetzt dann gejährt hat zu so einem runden Jubiläum. Und dann konnte der nicht. Und so kam ich dann letztendlich über die Einzelgeschichte von dem Nick Leeson auf mehrere von diesen Geschichten, also alle, die man so im Abspann dann durchziehen sieht. Und da ist mir dann aufgefallen, dass das eigentlich immer wieder derselbe Ablauf ist. Also, dass die Namen von den Tradern und von den Banken andere sind, aber dass so der Plot mehr oder weniger eigentlich immer derselbe ist. Und so kam es dann auch so in Zusammenarbeit mit dem Fabi zu der Idee, warum nehmen wir nicht einfach mehrere von diesen echten Geschichten und verbacken die quasi in eine fiktionale Figur, die dadurch eigentlich quasi noch mehr über die Realität verrät als jede Einzelgeschichte, weil sie eben quasi so dieses Zusammenführen der verschiedenen echten Geschichten vorantreiben kann. Und so kam es dann quasi zu dieser Figur Tom Walker, die man jetzt im Film sieht. Und was uns, weil du meintest mit den Gefängnisstrafen, was uns halt sehr, sehr interessiert hat oder wo wir dachten, wir können dem Genre noch was Neues hinzufügen, ist, dass wir quasi den ersten Film machen würden, der so in dieser Finanzwelt spielt und dieses klassische Abspann, diese klassische Konvention brechen, dass dann da steht, und niemand ist ins Gefängnis gegangen. Wir dachten, wir machen den Film, wo man einen nach dem anderen ins Gefängnis schickt und man sich als Zuschauer vielleicht gar nicht mehr so gut dabei fühlt, zu sagen, okay, jetzt sind die alle im Gefängnis, aber können sie denn wirklich was dafür oder sind sie, sagen wir mal, wirklich die Schuldigen in dem Sinne? Das heißt, Fabian, du bist sehr früh mit ins Boot eingestiegen, also ihr habt den Film quasi zusammen entwickelt. Ja, genau. Also der David und ich sind ja schon lange gut befreundet und er kam dann zu mir, ich glaube, es war im Frühjahr, also ganz ziemlich früh 2020 war das, glaube ich, wo wir das erste Mal darüber geredet hatten. Und da, wie er ja schon gesagt hatte, war das noch eine reine Doku eigentlich mit nachgespielten Szenen so zum Teil, aber mit einem eindeutig dokumentarischen Ansatz. Und wir hatten das erst so entwickelt, bis ich dann irgendwann mich schlau gemacht hatte und mit ein paar Anwälten gesprochen habe, die uns dann sehr dringend davon abgeraten haben, so einen doku-szenischen Hybriden zu machen, wo echte Personen drin vorkommen, weil die Leute, über die es geht, die ja ins Gefängnis mussten, das sind jetzt nicht die, vor denen man sich dann sorgen muss, sondern man beschuldigt ja durch die Hintertür eigentlich noch ganz andere Leute, sich schuldig gemacht zu haben, die aber nicht im Gefängnis waren und die halt auch sich sehr gute Anwälte leisten können im Zweifelsfall und die da auch, ich sag mal jetzt klar, wir sind jetzt kein großes Studio oder so, wir sind halt ein paar Studenten gewesen zu dem Zeitpunkt, aber die sich wohl auch nicht scheuen würden,
ja, da ein paar Briefe rumzuschicken, wenn denen nicht schmeckt, was sie da im Film sehen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, im Sommer dann zu sagen, gehen wir lieber auf Nummer sicher und machen eine fiktive Geschichte draus. Und das hat uns natürlich dann auch noch ganz viele Freiheiten eröffnet und dann konnten wir uns auch kreativ ein bisschen austoben und einige Figuren erschaffen, die jetzt so im echten Leben nicht vorkommen würden, weil wir eben auch stark verfremden mussten gegenüber den echten Tatsachen. Wie David ja schon gesagt hatte, die Geschichte, da würde sich jetzt, wenn irgendeiner dieser Trader aus dem Abspann den Film sieht, würde der sich darin wiedererkennen, fast eins zu eins quasi. Abgesehen jetzt von so ein paar Details wie der Stadt oder der Bank oder so. Aber genau, wir haben da dann zusammen an dem Skript geschrieben, also natürlich vor allem der David. Ich habe da so hier und da so ein bisschen meinen Input dazu gegeben. Und dann war das eigentlich eine tolle, fruchtbare Zusammenarbeit. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das ist ja ein wahnsinniges Tempo für die Realisierung eines Spielfilmes. Also viele arbeiten jahrelang am Drehbuch und bis sie dann die Finanzierung zusammen haben. Und ihr haut das Ding irgendwie so in einem Jahr, anderthalb Jahren irgendwie raus, von der ersten Idee bis zur Premiere. Wie hat das mit der Finanzierung funktioniert, Fabian? Ja, das war ganz schön hoppla die Hopp tatsächlich. Jetzt überlege ich gerade, wie das war. Also wir haben uns auf eine FFF-Förderung beworben im September, meine ich, war das. Ja. Dann kam Anfang Oktober die Zusage, dass wir das Geld kriegen. Und dann wussten wir, okay, shit, jetzt müssen wir es wirklich machen. So, jetzt müssen wir das durchziehen. Und dann haben wir einen Monat später fiel dann die erste Klappe, glaube ich. Also wir haben das dann wirklich ab dem Zeitpunkt, wo wir wussten, okay, wir haben es jetzt finanziert, dann haben wir wirklich in den Turbo geschalten und dann in einem Monat ziemlich alles auf die Beine gestellt und dann angefangen zu drehen. Und ihr habt ja auch in London gedreht. Ich meine, dann kam ja noch der Brexit, die Pandemie. Also wie konntet ihr damit umgehen? Ich glaube, das war eigentlich so der schwierigste Teil von dem ganzen Projekt. Also ursprünglich geplant war mal eigentlich, dass wir mit so einer Kerncrew aus Deutschland hinfliegen. Also dass der Kameramann, der Oberbeleuchter, der O-Tonmeister Fabian und ich als Kerncrew quasi nach England fliegen, nach London und uns dort noch quasi Assistenten, also Kameraassistenten, Beleuchter etc., quasi von dort organisieren. Und dann ging das aber aus dem Grunde nicht, dass Covid dann im Juni 2021 mit dieser Delta-Variante aus England quasi wieder so auf der Karte war, dass Reisen nach England und von England zurück also wieder so mit das Komplizierteste waren, was man eigentlich überhaupt machen konnte. Und vor allem halt die Testerei, die nötig gewesen wäre, damit alle in einem vertretbaren Quarantäneausmaß da auch wieder rauskommen, so teuer gewesen wäre, dass das in keinem Aufwand, in keinem Verhältnis mehr gestanden hätte, haben wir dann die harte Entscheidung getroffen, dass ich dort alleine hinfliege und man eine komplett britische Crew anheuert. Also auch einen neuen Kameramann, den Mindaugas Kyrus, und quasi mit rein britischer Crew dort dreht. Was super, super befruchtend war, weil es für mich auch zum ersten Mal war, dass ich überhaupt in London war und dann auch noch quasi mit rein britischer Crew. Aber natürlich vom Organisationsaufwand ja schon ziemlich hart war. Also weil auch erst so eine Woche vor unserer eigentlichen Abreise klar wurde, dass das nicht funktionieren wird mit der Kerncrew. Und wir dann eigentlich mehr oder weniger innerhalb von einer Woche diese Crew zustande bringen mussten. Und ja, dann hatten wir aber, also nachdem das dann alles doch irgendwie funktioniert hatte, zweieinhalb richtig gute Drehtage in London nochmal, die der Sache echt nochmal einiges gegeben haben. Und ich habe es dann, glaube ich, am Ende mal zusammengerechnet. Ich glaube, ich war insgesamt 25 Tage in Quarantäne für zweieinhalb Tage. Das muss man auch wollen. Wie viele Drehtage waren das insgesamt in London? In London waren es zweieinhalb. Ja.
Also ein halber Tag, wo wir nochmal so ein bisschen Außenaufnahmen gemacht haben, aber zwei vollwertige Drehtage quasi mit Schauspielern und Szenen, die außen gespielt haben an der Tower Bridge und so weiter. Und in Deutschland hatten wir, glaube ich, insgesamt alles zusammen 15, wenn ich mich nicht irre. Waren die Innendrehs alle in Deutschland dann? Oder? Ja. Genau. Also alles, was innerhalb der Bank oder in dem Nachrichtenstudio passiert, ist in Deutschland gedreht. Da waren dann so bedruckte, beleuchtete Folien vor den Fenstern, dass man den Anschein erweckt, man sei in London. Und genau, alles, was quasi dann, wo Schauspieler außerhalb der Bank zu sehen sind, ist in London dann gedreht. Zu welchem Zeitpunkt kam die Idee, dass die Geschichte eine Erzählerin braucht? Das kam eigentlich schon relativ am Anfang, also ab der Idee, quasi überhaupt dieses Konzept zu fahren, dass man jetzt mehrere echte Geschichten in eine fiktionale Figur verbeckt, muss man zu seinem Credit sagen, hat der Kameramann Ahmed El-Nagar diese Idee aus der Taufe gehoben und meinte, warum erzählen wir das nicht auf so eine Art und Weise, wo wir ganz klar kommunizieren können, so, das ist echt, das ist jetzt verdichtet, so hier ist jetzt das wichtig, hier das, weil das ja immer so ein bisschen auch die Gefahr ist, dass man Sachen übererklärt in diesem Genre und so den Zuschauer verliert. Er meinte, warum machen wir nicht das einfach so, dass wir diese Perspektive zu 100% steuern? Und dann hatte ich ihn so gegengefragt, ja, also du meinst wie so eine Erzählfigur im Grunde genommen. Und dann meinte er, ja, genau, also ja, eigentlich meine ich genau eine Erzählfigur. Und dann haben wir so ein bisschen rumüberlegt, wer könnte das sein in diesem Bankgebäude, und kamen dann auf die Putzfrau, weil es zum einen irgendwie dieser lustige Klassenkampf ist, quasi so der Arbeiter gegen den Geldadel, und zum anderen die sich auch als Figur total anbietet, weil man sich mit der gut identifizieren kann als Zuschauer und sie aber auch durch ihren Job überall ist im Gebäude. Also sie kommt überall rein. Und wir wollten sie halt so zeichnen, dass sie natürlich, sie weiß alles, sie kann alles, sie durchschaut alles. Also sie ist eigentlich so über den Dingen, dass von vornherein klar ist, sie ist nicht real, sie ist einfach der Modus, in dem dieser Film erzählt. Aber sie wird von vornherein, deswegen biepen wir auch ihren Namen aus am Anfang, sofort gezeigt. Also alle Figuren basieren mehr oder weniger auf real existierenden Menschen, außer sie. Ja, es funktioniert wunderbar und ist auch wirklich toll gespielt. Deshalb auch die Frage, wie war der Casting-Prozess? Viele von den Schauspielern sind ja in Deutschland ansässig. Wie habt ihr die gefunden? Also gefunden haben wir sie eigentlich tatsächlich, wir hatten keine Casting-Agents dabei in dem Sinne. Das haben wir, weil halt Studentenproduktionen, eigentlich alles selber gemacht und haben uns einfach, wie man sich das jetzt auch vorstellt, durch Tonnen und Tonnen an Showreels durchgearbeitet über verschiedene Websites, also Mandy in UK und ihr Schauspielervideos und bekannte Seiten in Deutschland, und haben dann uns quasi so Stück für Stück den Cast zusammengebaut. Mit einigen hatte ich oder hatten auch sogar Fabi und ich in Zusammenarbeit schon mal Werbespots gedreht und kannten sie von da. Also zum Beispiel der Jan Liem, der den Julian Baker spielt, mit dem hatten wir schon mal eine Werbung zusammen gemacht und fanden den super und haben dann gesagt, eigentlich müsste, also es wäre schon grob fahrlässig, wenn er das nicht spielt. Er passt da auch perfekt rein. Und haben es dann tatsächlich geschafft, einen sehr, sehr internationalen Cast auf die Beine zu stellen, was ja total wünschenswert ist eigentlich. Aber dem Fabi dann natürlich in Covid-Zeiten natürlich auch einiges an Kopfschmerzen bereitet hat, was halt An- und Abreise von allen betrifft, die jetzt nicht aus der Bundesrepublik kamen. Aber ich muss sagen, der Casting-Prozess war mit einer so die spaßigsten Sachen eigentlich an dem Projekt. Weil ich auch von Anfang an gemeint hatte, David, wenn wir schon so eine internationale Geschichte erzählen, dann lass uns das doch richtig machen. So, ne? Weil natürlich gibt es immer so die 4, 5 Gesichter, die in München wohnen und so ein bisschen Native English speaken können. Aber wir waren uns relativ schnell sicher, ja, nee, komm, lass wirklich Leute aus London holen.
und lass einfach jetzt voll ausrasten quasi. Auch irgendwie so zum Beispiel die Idee, dass deren Finanzchef dann ab der Hälfte des Films ein Russe ist, kam auch einfach nur daher, weil wir halt den Oleg irgendwie gefunden haben, zufällig im Internet, und meinten, ja, der ist ja super. So, was wäre denn, wenn der jetzt diese Rolle spielt? Dann meinte der David zu mir, ja, aber Fabian ist doch völlig behämmert. So, also eigentlich in Russland, es gibt keine wirklich russischen Investmentbanker, weil die ja nicht in dem selben kapitalistischen System leben. Und dann meinten wir dann irgendwie so zusammen so, ja, was wäre, wenn wir einfach einen Satz einbauen, so dass der praktisch, weil er Kommunismus so sehr hasst, dann irgendwie nach Spanien gegangen ist und dann nach London. Und so haben wir diese Figuren so ein bisschen zusammengebaut und ihm praktisch dann auf den Leib geschrieben. Und das hat total Spaß gemacht bei allen unseren Darstellern. Und ja, ich habe jetzt mein Sichtungslink war auf Deutsch, aber ihr habt es auch original auf Englisch gedreht. Und es soll jetzt ja drei Fassungen, glaube ich, geben. Also die englische Originalfassung, die deutsche Synchronfassung und noch eine Fassung mit deutschen Untertiteln. Und genau. Da wart ihr ja auch total fix mit der Synchronisierung. Also das ist ja auch nicht so, ohne dann erstmal die Synchronschauspieler zusammenzufinden und das in einer guten Qualität aufzunehmen. Wie habt ihr das organisiert? Das war für uns tatsächlich auch zum ersten Mal überhaupt der Fall, dass wir irgendwas synchronisieren. Also wir haben es nicht selber synchronisiert, wir haben das an ein Synchronstudio abgegeben und hatten aber das Glück, dass zum einen wir festgestellt haben, wir haben das mit den neuen Tonfilmen in München gemacht, die wirklich eine super, super Synchro gemacht haben und wirklich auch eine überragende Firma sind. Und hatten so ein bisschen das Glück, dass wir festgestellt haben, die Herstellungsleiterin in diesem Synchronstudio ist die ehemalige Mitbewohnerin von meiner Tante. Und die sich aber auch seit 15 oder 20 Jahren nicht mehr gesehen hatten. Und deswegen hat die sich natürlich super bemüht, dass das richtig, richtig gut wird. Und hat da ganz, ganz tolle Leute an Bord geholt. Also der Martin Halm war unser Synchronregisseur, der auch die Stimme vom Ted Mosby ist in How I Met Your Mother. Und deswegen hatten wir ganz, ganz fantastische Synchronschauspieler damit dabei. Also hier die Synchronstimme von Emma Watson spricht dann die Erzählerin. Und das war für mich eigentlich so einer der, also ich war nur einen Tag dann immer auch im Synchronstudio, einfach weil ich auch sehen wollte, wie sowas abläuft, war eigentlich so einer der schönsten Tage von dem ganzen Projekt zu sehen, dass die Stimme von Hermine Granger jetzt in meinem Film drin ist und das generell das zum ersten Mal passiert und die Stimme von Ted Mosby mich fragt, und magst du das? Okay, das ist jetzt doch vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Von daher der Synchronprozess, wir dachten am Anfang auch, oh je Gott, dann gibt es halt die englische Fassung und irgend so eine dahingeschusterte deutsche fürs Fernsehen. Aber inzwischen mag ich die deutsche eigentlich fast noch lieber als die englische, weil ich sie auch einfach noch nicht so oft gesehen habe wie die englische, mit der haben wir auch geschnitten. Deswegen so dieser Synchronprozess war ganz fantastisch. Der Film hatte ja Weltpremiere auf den Hofer Filmtagen. Hat es da schon Reaktionen irgendwie von Investmentbankern oder aus der Finanzwelt gegeben? Das jetzt nicht. Also die internationale Investmentszene trifft sich nicht in Hof. Aber wir haben ganz tolles Zuschauerfeedback bekommen. Also super, super entgegenkommendes Publikum, die den Film wirklich gefeiert haben. Und dadurch, dass Hof ja auch nicht so groß ist, gibt es eigentlich nur mehr oder weniger eine bis zwei Bars, wo man sich danach begegnen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand in deinem Screening war und dann auch in dieser Bar ist sehr, sehr hoch. Und man muss ja immer einmal aufstehen und winken vor dem Screening. Das heißt, die Leute wissen, wie man aussieht und erkennen einen natürlich wieder. Und deswegen kamen relativ viele Leute auf uns zu, wo wir gar nicht, also wir wussten gar nicht, dass die bei uns im Screening waren. Und meinten, haben einfach gesagt, wie schön sie den Film fanden und dass sie eine richtig gute Zeit hatten und den ganz toll gefunden haben. Und das war jetzt natürlich für die Seele dann nach so einem langen Entstehungsprozess natürlich super gut. Ja.
Vielleicht nochmal an Fabian gerichtet. Gibt es weitere Festivaleinladungen und gibt es schon einen Verleih für eine Kinoauswertung? Wie weit seid ihr da? Ja, also an der Festivalfront reichen wir natürlich fleißig auch international ein und warten dann noch auf hoffentlich viele Zusagen. Und an der Verleihfront sind wir auch mit mehreren Verleihern im Gespräch. Ich glaube, dass der Film sich auch international vermarkten ließe, denke ich, mit dem Thema, was ja immer wieder brandaktuell ist, leider. Und ja, mit dem BR haben wir ja jetzt schon auf der Fernsehfront einen starken Partner auf jeden Fall dabei und sind jetzt auf jeden Fall gespannt, wo die Reise des Films noch hinführt. Was sind eure nächsten Projekte? Habt ihr einen neuen Spielfilm oder Dokumentarfilm in Planung, in Vorbereitung? Ja, genau, der Fabian und ich schreiben eigentlich so mehr oder weniger in derselben Konstellation jetzt am Debütfilm dann. Wir bleiben der Finanzwelt in dem Sinne treu, dass es ein Heistfilm wird, also ein Banküberfall. Die Bundesbank in Frankfurt wird überfallen und das ist diesmal aber tatsächlich eine sehr deutsche Thematik, die dann so auf die dunkle Seite der Wiedervereinigungszeit sich bezieht. Aber da sind wir quasi so in dem Stadium, sagen wir mal, erweitertes Treatment, auch auf der Suche nach oder im Gespräch gerade mit potenziellen Co-Produktionsfirmen. Und ich bin schon fleißig am Schreiben. Die ersten 40 Seiten oder so sind schon auf Papier. Der Rest kommt dann hoffentlich bis Jahresende irgendwie noch zusammen. Aber genau, soll ein abendfüllender Spielfilm werden, also so Richtung 120 Minuten. Mit ein bisschen mehr Action dieses Mal. Ja, super. Ihr seid ein tolles Gespann. Vielen Dank für Rogue Trader. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Und ich wünsche eurem Film eine lange Festivalreise und eine erfolgreiche Kinoauswertung. Und bin gespannt, was noch aus eurer Feder kommt. Also vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Danke dir, danke für die Einladung. Dankeschön, ciao.